Ich möchte euch nun 7 Schritte für ein erfolgreiches Kanban vorstellen, wobei das ein sehr detailliertes Vorgehen ist. Man kann natürlich auch ein einfaches Kanban-Board nehmen, auch nur für sein eigenes Projektmanagement. Aber diese 7 Schritte möchte ich euch gerne vorstellen. Ihr könnt es natürlich entsprechend anpassen nach euren Bedürfnissen. Denn ein wichtiges Ziel von Kanban ist es ja auch, Prozesse und Arbeitsweise zu optimieren. Insofern denke ich, ist auch eine Anpassung sinnvoll. Das Kanban-System wird ja, wie ihr wisst, auf Grundlage gemeinsam definierter Ziele schrittweise aufgebaut. Dabei ist es eben sinnvoll, mit den wichtigsten Problemen zu starten und weitere Probleme zu visualisieren und priorisieren. Es erfolgt sozusagen die Visualisierung des Arbeitsflusses durch das Kanban-Board. Das Kanban-Board ist sozusagen der Motor, der den Wandel vorantreiben kann. Nun möchte ich aber euch die 7 Schritte für ein erfolgreiches Kanban vorstellen. Als erstes brauchen wir natürlich Aufgaben. Das heißt, die Aufgaben müssen definiert werden und das kann man auch machen, indem man sich mit den folgenden Fragen behilflich ist. Welche Aufgaben fallen für die jeweiligen Teams an und wer hat welche Verantwortung? Im zweiten Schritt steht die Darstellung des Workflows im Vordergrund. Das heißt, die Arbeitsweisen werden in Form des Kanban-Boards visualisiert und präsentiert. Dabei spielt natürlich das Team eine wichtige Rolle. Der Vorteil dabei ist, dass sich der Arbeitsfluss so gezielt steuern lässt, da hinter jeder Aufgabe ein gewisser Arbeitsaufwand und auch eine Priorität steht. So muss man beispielsweise Bugs sofort bearbeiten und diese bekommen dann natürlich die höchste Priorität. Diese 2 Schritte sind die Kernschritte, die man durchführen sollte für ein Kanban. Mit Schritt 3, laufende Tasks begrenzen, kommen wir zu schon einem detaillierten Planungspunkt. Das bedeutet, dass man die Anzahl parallel laufender Arbeiten pro Arbeitsschritt begrenzen sollte, um einen effektiven Workflow garantieren zu können. Fügt man diese Begrenzung auf dem Kanban-Board ein, kann man so visualisieren, wo gerade die Engpässe bestehen oder der Arbeitsfluss ins Stocken gerät. Allerdings funktioniert dieses Work-in-Progress-Prinzip nur dann, wenn Teammanagement und Stakeholder an einem Strang ziehen. Wie hoch dieses Limit anfangs gesetzt wird, ist zunächst eine Gefühlsentscheidung. Wichtig ist dabei nur, dass man in einem Pull-System arbeitet. Ziel dieser Begrenzung ist es, eine Balance zwischen der operativen Arbeit, Zeit für Fehlerkennung sowie Problemlösungen halten zu können. Neben der Work-in-Progress-Begrenzung kann man auch Service-Klassen einführen. Das heißt, Aufgaben haben eben unterschiedliche Prioritäten, wie wir das vorhin schon mit dem Bug gehört haben, und müssen auch deshalb differenziert betrachtet werden und auch mit unterschiedlichen Kapazitäten behandelt werden. Kann diese Service-Klassen dabei auch betrachten als Cost of Delay, also Kosten für die Verzögerung. Damit sind eben die Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens gemeint. Da spielt nicht nur Geld eine Rolle, sondern das kann auch Reputation oder Kundenzufriedenheit sein. Wie man diese Service-Klassen benennt und definiert, ist rein unternehmensspezifisch. Eine Möglichkeit wären zum Beispiel natürlich Prioritäten oder auch textuelle wie beschleunigt, fester Liefertermin, Standard. In Schritt 5 kann man auch weitere Regeln aufstellen. Das heißt, in diesem Schritt ist es wichtig, dass man sämtliche Serviceklassen mit gewissen Regeln und Kapazitäten hinterlegt. Diesbezüglich muss klar definiert werden, wie viele Aufgaben aus welcher Serviceklasse höchstens in Arbeit sein dürfen und wie die Vorgehensweise des Teams bei neu eingestellten Aufgaben sind. In Schritt 6 kann man sich noch Gedanken machen zur Messung der Ziele. Das heißt, wie bewerte ich das System? Hat das System funktioniert? Ich bewerte dabei auch nicht den einzelnen Mitarbeiter. Man muss hier nicht detailliert analysieren, sondern einfach die Dinge messen, die nicht wichtig sind und die uns nicht weiterbringen, als natürlich die Dinge im Detail zu analysieren, die unwichtig sind. Schritt 7 führt eigentlich das entwickelte Kanban-System, was man sich überlegt hat, in den Betrieb ein. In diesem letzten Schritt ist es wichtig, den Zu- und Abfluss der Arbeit zu definieren, um den Kanban-Prozess vorwärts zu bringen. In diesem Zusammenhang wird festgelegt, wie Tickets auf dem Board landen. Diese Fragen werden in Queue-Replenishment-Meetings besprochen, bei dem Stakeholder und Team festlegen, welche Aufgaben als nächstes erledigt werden. Dabei rücken in der Praxis vor allem die Interessen des Gesamtunternehmens in den Vordergrund. Die Aufgabe des Entwicklerteams besteht dabei darin, technische Entscheidungen zu treffen, während das Management den unternehmerischen Kontext mit einfließen lässt. Ganz besonders wichtig ist natürlich das Daily Stand-Up. In diesem Daily Stand-Up behandelt das Team täglich seine Fragen zu seiner Arbeit und diskutiert dabei Engpässe und mögliche Probleme vor dem Board. Weiterhin sind vor allem am Anfang wöchentliche Team-Retrospektiven unabdingbar, um den Kanban-Prozess zu verifizieren.
Der Vorteil dabei ist, dass das Team Ergebnisse einer Woche nochmals Revue passieren lassen kann, um genau erklären zu können, wo Veränderungsbedarf besteht. Bei der Zusammenarbeit mehrerer Teams empfiehlt sich ein zusätzliches Meeting, ein Operations Review, welches übergreifende Probleme und Zusammenhänge noch einmal fokussiert.